Hallo und willkommen zurück im Königreich Schweden. Wir spielen weiter hier. Ich lasse euch gleich weiterlaufen. Okay, dieser Krieg ist verloren. Da brauchen wir dann unsere Armee gar nicht mehr groß was machen. Okay, die können wir gleich auflösen, automatisch, wenn es vorbei ist. Ja, wie sieht's aus? Unser Königreich Schweden läuft hier. Die Vasallen sind glücklich. Alles gut soweit. So, wir haben jetzt hier Turnierprobleme. Bla 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 bla. Ich verbringe Zeit mit ihr. Es ist meine beste Freundin. Okay, der will sich mit mir anlegen. Das sollten wir aber hinkriegen. Da ich ein sehr guter Diplomat bin, hoffe ich. Ja. Sehr schön. Haben wir ein Druckmittel gegen ihn. Wunderbar. Und wir können hier unseren Tree weitergehen. Meinung, enge Verwandtschaft erhöhen. Ich kann auf Pilgerreise gehen. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Okay, wir haben jetzt hier den Waffenstillstand beendet. Dann könnten wir dem den Krieg erklären schon wieder. Vasallenzwang. Ah. Aber der hat 2400 Truppen. Ne? Er hat 444, aber seine Verbündeten sind stark. Let Gallen halt wieder hier unten. Weiß nicht. Ich könnte den Vasallenzwang machen. Aber ich würde erstmal noch das Jarltum hier gern übernehmen. Das kostet 250. Okay, das dauert ein bisschen. So, hier haben wir welche, die noch gerne hier in unseren Rat wollten. Aber meine Tochter ist halt einfach mega gut. Was kann der? Ein 21er? Ist der auch besser? Und er kann gar nichts? Okay, dann werden wir noch nicht in den Rat rufen. So, Komplott beendet. Er ist auf 100%. Dann suchen wir uns den nächsten Vasallen, der beeinflusst werden muss. Er hier. Yes. So, meine Frage ist jetzt, wo gehen wir rein? Ich würde fast schätzen, wir gehen in Sealand rein. Dann können wir das Königreich Dänemark noch mit reinholen. Wäre, glaube ich, die beste Option hier an der Stelle. Der ist auf jeden Fall sicher im Sattel hier. Ja, die wählen alle ihn. Okay, wir werden schon wieder in den Krieg gerufen. Aalborg gegen Egyrfyrlök. Was verliere ich bei Ablehnung? Ich verliere 350 Ruhm. Ich nehme es mal an. Aber ich werde gleichzeitig noch den Krieg hier erklären. Der ist verbündet hier einmal und hier einmal. Okay, das sollte aber... Ne, Waffenstillstand. Der verteidigt sich gegen Jylland. Das ist auch gut, dass er da Krieg führt. Krieg erklären. Vasallenzwang können wir nicht machen hier. Herzogtum erobern. Ja. Sealand. Bestätigen. Krieg erklären. Stopp. Pause. Unseren Sammelpunkt nach hier unten verlegen. Alle ausheben. Jo. Los geht's. Wieso ist nicht unser guter Befehlshaber? Du sollst bitte die Armee anführen. Direkt zur Hauptstadt. Weiß nicht, wo er jetzt hinfährt. Ich hoffe hier rüber. Lübeck und Itzehoe gehört uns. Wer hat, von wem ist es? Bornholm hat es erobert. Interessant. Okay, hier müssen wir eh aufteilen. Ich würde es mal halbieren. Und die starke Armee geht hier weiter und blockiert, dass die hier wieder rüber kämen. Kommt ein Oberhäuptlingstum. Weiß nicht, was die hier wollen. Aber whatever. Der hat hier auch noch eine Plünderarmee ausgehoben.
Der erobert hier. So, Beeinflussungskomplott. Ja, mei, soll er haben. Ich will, dass er positiv gestimmt ist, der Liebe. Alles gut. Hier können wir eigentlich nochmal abspalten, denke ich, ne? Die 900 hierhin. Verlieren sie zwar ein bisschen, aber da hätten wir alle drei gleich belagert. Ich glaube eh nicht, dass er viel ausrichten kann gegen uns, aber wir werden sehen. Was geht hier ab? Ist wieder ein interner Krieg. Ich kann ihn einkerkern. Ihn können wir einkerkern. Was ist denn mit ihm? Er ist eh unzüchtig, okay. Nee, möchte ich nicht. Den Häuptling möchte ich auch nicht. Erbe ist erst in der Nachfolge. Okay, ich kann hier Häuptlingtum Norland schaffen. Das erledigen wir doch gleich. Und vergeben es. Das ist das hier oben. Alles klar. Wer ist denn hier drin? Der Häuptling von Angmarland. Der bekommt es. Titel vergeben. Norland. Yes. Und dann Heirat arrangieren. Du bist 12. Die Ingeborg. Und er. Madrilinia wird nicht gehen, ne? Aber das klingt gut. Ja. Sehr schön, die Belagerung läuft. Hier sind Truppen. Ist geschmiedet. Ich kann Champions einladen, sollten wir unbedingt tun. Hier wird gekämpft. Das ist Bornholm. Haben die auch einen Krieg gegeneinander oder was? Ja. Whatever. Okay, wir haben die Belagerung gewonnen. Champion ist eingetroffen, die Belagerung ist auch gewonnen. Dann vereinigt ihr euch wieder, bitte. So. Na, was ist jetzt hier los? An den Hof rekrutieren, rein mit dir. Zusammenführen. Nächste Belagerung gewonnen, sehr schön. Du bewegst dich hier runter. Das gehört ja auch noch ihm. Das spielt jetzt gerade mal keine Rolle. Können wir abspalten, dann können wir gleich doppelt belagern wieder. Dann kannst du hier hochgehen. Und hier belagern, ja. Champion ist eingetroffen. An den Hof rekrutieren. So, wegklicken. Der haut ab. Sind eh nur 8. Mordkomplott. Ich lasse ihn mal auf freiem Fuß. Ich brauche ihn im Kampf. Wachsamer, okay. Meine Spione teilt mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr einer örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einer hochwohlgeborenen Fürstin in Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt, okay. Wer ist er denn? Ein Wanderer. Der ist aber gut. Den hauen wir mal in den Kerker und dann rekrutieren wir ihn für uns. Das fände ich ganz gut. Würde sogar jemand 10, könnte 10 bezahlen. Mhm. Du kommst an den Hof. Okay, wir müssen dann mal unsere Gefangenen durchgehen, wenn der Krieg hier vorbei ist.
Was will denn Bornholm hier? Der Krieg ist auf jeden Fall in Ordnung. Wie läuft der von meinem Kumpel hier? Der belagert auf jeden Fall, so wie das aussieht. Da kommen sie gelandet. Ihr bleibt doch dort. Die haben Anlandungsbonus. Die kriegst du locker. Das wird er gewinnen. Sehr schön. Gut. Damit dreht sich der Krieg auch. Ja, plus 9%. Sehr gut. Ich kann niemanden vassalisieren. Wieso ist er jetzt wieder weg? Ah, jetzt habe ich zu spät geschalten. Schade. Weiterer Champion ist eingetroffen, an den Hof rekrutieren. Belagerungen laufen gut. Ich denke, das hat sich schnell erledigt hier jetzt. Dithmarschen wird belagert. Okay, von Alphaheim. Die gehen jetzt da runter wahrscheinlich, ne? Ja, sieht so aus. Persönlich Komplottstärke gegen. Okay. Freundschaftskomplott nutzen. Dann machen wir das mal. Lübeck wird belagert. Wer ist er hier? Der ist beim Gegner mit dem Team, ne? Dich kriegen wir. Vielleicht läuft aber auch hier. Ja, Bornholm drüber. Wusste ich's doch. Sehr schön. Okay, ihr geht hier mit rein. Du kriegst bitte noch einen Anführer, ja. Der Hans wurde geboren, sehr schön. So, damit haben wir sie. Ich bin immer nett zu meinen Vasallen. Zusammenführen und dann gehst du bitte hier runter. Ich glaube aber, da können wir ihr nicht helfen. Können wir ihr einen Kriegsbeitritt anbieten? Nee. Na, dann können wir dir nicht helfen. Es tut mir leid, dann belagern wir hier. Und das wird sich erledigt haben, würde ich schätzen hier. Gleich der Krieg. Ich kann niemanden vassalisieren. Wer ist das? Anfrast? Okay, ja, bieten wir an, auf jeden Fall. Wir können den Krieg beenden. So sei es. Ich kann den hier vassalisieren. Wunderbar. Gefangene bringen Lösegeld. Das ziehen wir auch durch. Ich verliere, wenn Vasallen sterben. An Zielen. Kann nicht sein. Silen gehört uns. So. Eine Armee können wir auflösen. Die andere geht hier mal anlanden. Dich können wir auflösen. Geh hier rüber. Auch nicht. Wie sieht's mit dem Königreichstitel aus? Dänemark. Eine Grafschaft brauchen wir noch. Eine Grafschaft, okay. Wir könnten ihm den Krieg erklären. Der hat 613 Truppen. Das ist aber unser Verbündeter, ne? Ja, genau. Mit dem kämpfen wir ja, oder? Ja, das ist unser Freund. Das wird nix. Also müssen wir nochmal gegen Sealand dann Krieg führen. Das gehört alles uns. Sind jetzt unsere Häuptlinge. Sehr gut. Okay, dann müssen wir da weiterlaufen lassen. Also Dänemark ist auf jeden Fall nächstes Ziel, gar fertig zu machen. Können Lösegeld fordern. Die Wahlen ist alles gut. Lösegeld, yes. Sehr gut. Wir landen hier an.
Warten dann kurz, aber bitte. Wow, der hat nochmal, würde ich mal pauschal schätzen, ein paar Söldner geholt, der Liebe. Erholt euch, erholt euch, erholt euch. Ja, haben wir schon immer den Malus? Ne, stopp. Da gehen wir nicht rein, wir bleiben hier stehen. Ja. Unser guter Phil-Server. Okay, we will see, wie es läuft. Gewinnen wir. Der ist echt gut. So, sehr gut. Ne, wir gehen dann erst hier hin und belagern. Aber mit den Truppen ist es jetzt die Frage, ob wir ihm nicht... Ne, es sollte mal wieder gewinnen eigentlich. Ja, jetzt wird nochmal gegen jemand anders gekämpft. Das ist sehr schön. Ich kann Sealand schaffen. Tun wir auch mal. Gibt uns wieder Prestige, das ist gut. Und das müssen wir vergeben. Die Frage ist, an wen? Freya Orma Jerason. Wer er hier? Oder wir geben es irgendwem anders. Der Dame von Bornholm. Ich weiß es nicht. Kurzen Moment. Also hier stehen ja noch unsere Truppen. Wir fahren mal rüber. Wenn wir es ja noch ausgehoben haben, passt's. Das müssen wir vergeben. Die Frage ist wirklich an wen. Mein Enkel könnte ich natürlich machen. Dem Kleinen. Ja, das mache ich auch. So, du bekommst Seeland und das Oberhäuptlingstum dazu. Ja, sehr schön. Bleibt in der Familie. Und da wir so viele Enkel haben, glaube ich, werde ich das dann auch so fortführen. Der Krieg wird gewonnen. Hier ist intern immer noch am Laufen der Krieg, was auch immer die wollen. Es könnte einfach einer mal das hier einfach erobern. Das wäre ganz toll. Das gehört noch ihm, ne? Wann ist hier vorbei, Waffenstillstand? Mit Sealand? Ist es Schleswig? Ist es er oder was? Ja. 3 Jahre noch. Okay. Alles klar. Das hat sich erledigt. Zusammenführen. Dann spalten wir mal 400 ab und gehen gleich zur Hauptstadt. Belagern die noch. Okay, Ostfrankenreich hat gegen Milzinia verloren. Was? Zerfällt es hier jetzt gerade? Sieht so aus, ja. Soll mir recht sein? Die wollen nicht. Ihn würde ich halt gern vassalisieren, aber er möchte nicht, ne? 108 minus. Was hätte man noch für Optionen? Bei ihm ist es nur noch minus 13. Das wäre halt ein echt starker Verbündeter und vor allem ist er ein 30er. Ich kann es mal mit einem Geschenk probieren. Ob das dann was bringt? Nö. Aber er ist auf jeden Fall happy mit uns. Sie wird wahrscheinlich nicht annehmen. Also nee, sie gehört ja zu uns. Stimmt, die haben ja vassalisiert. Die erobern hier oben auch schon. Okay, der Krieg ist gewonnen. Alle auflösen. Sehr schön. Okay.
Okay. Jetzt ist er gut stark geworden, ne? Irgendwer will oder irgendwen ermorden hier. Ach, jetzt belagern die hier. Ah, das ist Skane jetzt wieder. Es könnte sein, dass wir hier Lübeck unten verlieren, ne? Wie steht's mit Finnland? Oh, na, Finnland mag uns nicht. Was ist hier oben noch? Der ist nur minus 1. Aber der ist im Krieg gerade, ne? Mit. Oh, okay. Der hier vielleicht? Der ist auch im Krieg. Aber das könnte hinhauen. Die mögen uns alle sehr, sehr. Das hier oben, der hasst uns. Weil die sind auch andere Kultur und anderer Glaube. Glaube ich. Die müssen wir dann hier mal platt machen später. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Dänemark und um Norwegen. Der hätte auch gern einen Ratsplatz. Oh, das ist ein 24er. Der ist sogar ganz gut, ne? Wen haben wir denn hier? Jarl Niklas. Aus Götterland. Ja, es tut mir leid. Ich kann leider nicht alle berücksichtigen. Ist leider so. Okay. Die belagern hier und die belagern hier. Schwächen sich gegenseitig, ist ja wunderbar. Wie war es mit dem Glauben? Was kostet es uns? 4.600. Grundsätzlich. Und ich würde ja gerne noch ein bisschen was ändern. Dann sind wir wahrscheinlich wieder bei 6.000. Das wird wohl nichts mit ihm. So, Freunde. Nehmen uns Anspannung. Die Königin fördert die Ritterlichkeit. Sehr gut. Ich kann wieder eine Jagd machen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich kann ein Bündnis mit Sealand aushandeln. Ach so, ja, das ist ja mein Sohn. Enkel. Auf jeden Fall. Jagdtrophäe erhalten. Wunderbar. Mehr Prestige. Bündnis ist geschlossen. Der Krieg ist zu Ende. Sie haben es behalten, die Grafschaften. So, jetzt haben wir richtig viel Prestige. Auf eine Pilgerreise gehen. Soll ich es noch machen? Ach komm, scheiß drauf, machen wir es. Gehen wir nach Paderborn. Zeit für die Abreise. Jo, dann müssen wir hier was regeln noch. Ich würde gern aufstocken. Was haben wir denn alles? Eine leichte Reiterei wäre noch schön. Oh, ich bin verwundet. Das ist schlecht. Okay, er hat mich gleich geheilt. Dann möchte ich hier aufstocken. Hier aufstocken und hier gerne aufstocken. Wir haben so viel Prestige, das können wir uns leisten. Allerdings nicht mehr, glaube ich jetzt. Wenn unser Sohn drankommt, nicht, dass der dann wirklich Minus Prestige macht, das wäre ganz schlecht. Die Stadtplanung geht voran. Glaube ist auch noch zufriedenstellend und Vermächtnisse. Ist noch nichts gerade zu holen. Macht aber nichts. Schon wieder ein Kind. Hier ist intern Krieg am Laufen gegen meinen Sohn, glaube ich, gell? Nö. Der könnte uns ja reinrufen, weil wir mit ihm verbündet sind. Das ist schön. Der ist recht klein geworden hier und ist verstümmelt inzwischen. Okay. So, sollen wir jetzt mal hier unsere Herzöge mit aufnehmen? Das sollten wir tun, denke ich. Den pinnen wir an. Den pinnen wir an. Die Bornholm Lady. Achso, nee, es gehört jetzt ihm. Ah, interessant. Sie ist jetzt nur noch Lübeck. Aber wir pinnen sie auch mal an. Ihn haben wir schon. Ihn haben wir noch nicht. Das ist unser Sohn. Den pinnen wir auch mal an. Die Dame hier. Und ihn.
Ja. Das waren die wichtigsten. Westgotland haben wir dran. Okay. Können wir zumachen. Aber sehen wir dann, wenn wir es brauchen. Sieht es denn aus? Die waren ja alle relativ zufrieden, ja. Ne, müssen wir gerade nichts unternehmen. Das Fest mal. Sparen wir lieber wenn Geld im Moment. Und dann muss man hier den Krieg führen, so schnell wie möglich. Das sind noch 2 Jahre wahrscheinlich, ne? 11 Monate. Okay, dann hat sich's erledigt. Waffenstillstand verbündet, verbündet, verbündet. Sehr gut. Sieht's ja aus. Vassallentum? No. Wie sieht's bei dir aus? Nur noch -4, okay. Der ist noch im Krieg, so wie das aussieht. Ja, ist er auch noch im Krieg? Nö, doch, ist im Krieg. Was ist mit denen hier? Okay, das ist diese Kom der führt Krieg gegen unsere Vasallen. Yes, ma'am. So. Ist beendet der Waffenstillstand. Hello again. Und jetzt dann bitte das nächste Herzogtum. Dankeschön. Herzogtum Schleswig. Krieg erklären. Alle ausheben. Direkt zur Hauptstadt mit dir. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So. Danach können wir das Königreich Dänemark gründen. Das integrieren wir auch gleich. Und wenn wir da auch die Skandinavierwahlen machen, dann sollte da unser Sohn auch fest im Sattel sein. Und zur Not wird es halt ein anderer Sohn. Wenn sie das nicht billigen. Wenn auch noch geplündert. Ein bisschen leid tun sie mir ja schon, gell? Kein Streit in der Familie, bitte. Ich bin gut in der Diplomatie. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Benachbarter Herrscher hat Krieg gewonnen wieder. Okay, Bayern gegen Ostfrankenreich. Was war das hier? Hier, okay. Die sind auch gut stark, ne? Kann man nicht sagen. Ich kann eine Konkubine nehmen. Die Elisabeth. Ja, das machen wir doch. Also Gruppe. Holstein können wir übernehmen. Das machen wir auch. Das kriegt sie dann. Sie hat es ja erobert und sie hat hier Bornholm verloren. Daher bekommt sie das. So, wo sind die Gegner? Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Hier oben wird irgendwas belagert. Das ist aber noch ein interner Krieg wahrscheinlich gegen ihn. Das soll mir recht sein. Wir sind echt richtig stark, schon mit 6.000 Mann. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die gerade mithalten können. Gucken wir es uns mal an. Ja gut, Westfrankenreich. Wow, Aquitanien hat auch nur 3.000 Mann. Asturien 2.8, Wessex 2.6. Nö, ich denke, wir sind im Moment stärkste hier. Die Kasaranen, okay, das ist aber halt Steppe hier hinten. Byzanz höchstens. Ja, Byzanz ist noch stärker als wir. Okay, ich habe Gefangene genommen. Hier haben wir es aber schon erledigt. Du kannst nach oben gehen. Okay. Das hat sich erledigt gleich. Wir belagern es jetzt komplett. Da wird nichts mehr passieren, würde ich sagen. Das ist ja unser Verbündeter. Ziehst mal hier hin. Feindliche Armeen nirgends zu sehen. Kriegsziel tickt hoch. Nein, nein. Entschuldigung.
Komplott-Erfolgschancen, sehr schön. Und komm, 96, why? Irgendwas belagert? Nee. I don't know. Warum jetzt nur 96? Ich meine, ich kann hier auch noch belagern, es ist scheißegal. Ziehen wir mal die Akademie hier rüber. Er ist als Ersatz hier. Ah ja, da schau mal, da ist eine Zweierarmee von ihm. Interessant. Die holen wir uns. Der hebt noch aus, wie lange braucht der für zwei zum Ausheben? Okay. Damit sollten wir vielleicht den Krieg gewinnen? Nein, leider nicht. Aber feindlicher Kämpfer, den wir dann auch schön rekrutieren können, das wäre doch nett. Ja, es tickt hoch, es sollte aber bald erledigt sein hier. Ah, hier ist die Armee. Sehr schön. Hallöchen. Wenn wir den Kampf noch führen müssen? Nee. Brauchen wir gar nicht mehr führen. Forderung erzwingen. Erledigt. Alle auflösen. Adios. So, das gehört jetzt allerdings uns, ne? Ich glaube, ich vergebe es an ihn. Dann ist er happier. Und jetzt haben wir 5. Was gehört uns jetzt noch? Oh, wir können auf 4 hoch, das ist sehr gut. Hedeby. Wie sieht das Herzogtum aus? Ja. Ich meine, das wird ihm voll gehören dann. Könnte ich ihm noch abtreten? Jo. Okay. 150 werden wir brauchen, ne? Königreichstitel. Das greifen wir dann auch wieder nächste Runde an, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Müsst ihr natürlich nicht. Und ansonsten gerne in der Kommentarspalte, was ihr euch wünscht, was ihr gerne sehen möchtet oder was wir verbessern können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch. Mehr als nur Freunde gibt es hier jetzt noch. Moment, das machen wir schnell noch. Whatever. Okay, Pause und Ende. Bis zur nächsten Folge.